Ja, das war ein kleiner Sneak Peek und damit herzlich willkommen hier bei MeAppleCat, Leute. Ihr seht schon, ich habe hier wieder ein Paket von Olight liegen, denn die haben eine neue Taschenlampe rausgebracht oder werden die rausbringen aktuell. Wo ich das aufnehme, gibt es sie noch nicht zu kaufen, aber wenn ihr das seht, könnt ihr sie kaufen. Aber vor dem Kaufen schauen wir uns erstmal an, was ist denn das für eine Taschenlampe? Ich habe ja schon einige von Olight getestet und fand die immer richtig gut. Die haben sehr besondere Einsatzgebiete. Es gibt taktische Taschenlampen, es gibt sehr kleine Taschenlampen für, ja, also während ich hier über Taschenlampen rede, habe ich hier nochmal eine Olight-Mütze mit beigelegt bekommen. Das ist ja nett, schön in schwarz, damit man auch im Dunkeln unauffällig unterwegs ist. Also es gibt taktische Taschenlampen, es gibt kleine handliche Taschenlampen, die nur so groß sind für die Handtasche oder sowas, die aber dennoch richtig hell machen. Denn das haben ja alle Olight-Lampen bisher gemein gehabt, die ich getestet habe. Sie sind hochwertig verarbeitet und machen richtig, richtig hell. Und da bin ich auch hier bei der neuen gespannt, aber was haben wir denn hier noch mit dabei liegen? Da war also noch dieser Stift hier als kleine Zugabe dabei, einmal hier wie auch für auf dem Touchscreen zu touchen. Und dann können wir natürlich ganz normal auch damit schreiben. Und hier hinten haben wir noch einen kleinen Schalter. Wenn ich den mal drücke, dann, ja, dann wird hier vorne erleuchtet. Hier könnt ihr das sehen, die Spitze wird erleuchtet, sodass man dann hier direkt beim Schreiben wohl sehen kann, ja, im Dunkeln, wo man schreibt und wie das aussieht. Ja, nette Idee. Ich meine, ich habe schon Stiftchen gesehen mit Licht, aber in der Form bisher noch nicht. Okay, also so viel zu den kleinen Zugaben hier. Leuchtstift, Cappy, aber eigentlich geht es ja hier rum. Ja, wie heißt sie denn, die neue Lampe? Das ist die Olight Seeker 2 Pro und 250 Meter weit soll sie leuchten und maximal 3200 Lumen hell werden. Jawohl, das sind mal wieder Werte, die erwarte ich hier von so einer Olight-Lampe. Und wir schauen noch mal kurz hinten auf die Specs. Wir haben natürlich wieder hier einen Turbo-Modus, der die 3200 Lumen bringt. Aber das nur für maximal 2 Minuten. Danach wird runtergeregelt auf 600 Lumen. Das geht dann für 150 Minuten. Und die Leuchtweite ist 250 Meter. Der hohe Modus geht für 1200 Lumen klar und das für 110 Minuten. Und danach gibt es dann nochmal 600 Lumen für 30 Minuten. Dann wird automatisch runtergeregelt. Der mittlere Modus geht bis 300 Lumen, der niedrige 50 und dann noch den Mondlichtmodus natürlich mit 5 Lumen. Und ja, wenn man den wählt, dann kann das Ding hier 12 Tage lang leuchten am Stück. Natürlich dann nur 10 Meter weit. Was haben wir noch? IPX8, das heißt, das Ding hier ist wassergeschützt bis zu 2 Meter und gegen Stürze geschützt für 1,5 Meter Höhe maximal. Ja, also sind doch alles schon mal vielversprechende Werte. Ich schnapp mir mal mein kleines Unboxing-Messer, lange nicht benutzt. Und dann schauen wir uns mal die Taschenlampe hier an. Ich gehe davon aus, wir haben hier wieder ein Full Body Metallgehäuse und so einen schönen Akku. Und wo ich mich jetzt schon drauf freue, ist das Ladeteil. Denn ich gehe mal sehr, sehr stark davon aus, wir haben wieder das von mir zu heiß und innig geliebte magnetische Ladedock. Und wir klappen auf. Ja, das ist so die Verpackungsform, die kennen wir schon von Olight. Immer hier mit diesem Magnetverschluss an der Seite. Dann kann man es schön aufpacken. Bekommt hier direkt die ersten Erklärungen geliefert. Hier auf diesem gelben Panel und das können wir dann hochheben und unten drunter finden wir dann unseren Packungsinhalt. Und auch, schaut mal her, da ist sogar noch eine kleine Tasche dabei. Das ist ja nett, also eine kleine Tasche, um es an den Gürtel oder irgendwo zu befestigen. Schauen wir uns gleich genau an. Dann finden wir hier noch zwei Boxen in der Box. Die nehme ich mal raus und ganz unten haben wir nochmal die Bedienungsanleitung liegen. Sehr, sehr schön. Also ich schaue erstmal, was ist in der Box in der Box. Wir haben hier immer einen kleinen Aufdruck. Dort sieht man, hier ist schon mal das Ladeteil dabei, ein Reinigungstuch und ja, was das hier ist, weiß ich nicht. Schauen wir einfach rein, dann sind wir schlauer. Also hier haben wir das kleine Mikrofaser-Reinigungstuch drin, noch nett eingepackt. Und unser Ladekabel. Und das hat natürlich wieder, wie ich das erwartet habe, den magnetischen Ladekonnektor. Finde ich super, zeige ich euch gleich. Damit lässt sich das echt schön laden. Und unser mysteriöses kleines Teilchen, na komm her. Schauen wir mal, was bist du denn? Das ist, was ist denn das? Ja, das sind solche kleinen, ja, was sind das? Clips, sieht fast aus, als könnte man da ein Kabel reinklippen auf der Rückseite mit 3M. Klebestreifen. So ganz schlau bin ich daraus noch nicht geworden. Finden wir später noch heraus. Und hier haben wir einmal, das sieht aus wie eine Wandmontageanleitung und Zubehör. Was geht denn hier jetzt ab? Okay, schauen wir rein.
Ah, okay. Hier haben wir einmal, ach, das ist ja nett. Die haben hier direkt zwei Möglichkeiten, wie man das Ding hier aufladen kann. Ihr seht, das hier ist einmal der Konnektor mit Kabel. Und dann haben wir nochmal hier den gleichen Konnektor. Man sieht schon, die ziehen sich an, das ist magnetisch. Den kann man hinstellen und dann die Taschenlampe draufstellen oder eben auch an die Wand montieren oder irgendwo hinkleben und das Ganze dann hier ja, als Ladestation nutzen. Das ist ja mal ganz was Neues. Das hat OLED bisher noch nicht gezeigt. Und dann haben wir hier nochmal ja, Schrauben, Dübel, so um das Ding zu befestigen. Okay, sehr interessant. Schauen wir uns mal hier die Lampe an, also beziehungsweise die Tasche zuerst mal. Ganz klar, die kann man hier irgendwie am Gürtel befestigen. Ihr könnt die an den Rucksack dranhängen. Die ist ja hier mal doppelt abgesichert. Mit so einem Verschluss machen wir den auf und dann strahlt uns hier unsere, die Taschenlampe an. Und die hat nicht nur eine LED, die hat gleich drei eingebaute LEDs. Die meisten hatten bisher immer nur eine LED. Hey, schaut euch das schicke Teil mal an. Also die sieht ja mal richtig gut aus. Da hat sich echt was getan beim Design. Nicht, dass die alten nicht gut aussahen, aber wir haben hier so einen Griffbereich. Der ist gummiert und der hat so eine Struktur und so ein Muster, dass man das richtig, ja, kann man richtig gut greifen und hat einen sehr, sehr guten Halt dadurch. Denn der Rest, der ist ja wie gesagt alles Metall, Metall, Metall. Metall fühlt sich toll an, fühlt sich hochwertig an, ist aber etwas rutschig in der Hand. Und jetzt hier mit diesen zwei gummierten Handflächen, wo man das halten kann. Ihr seht hier richtig so mit diesen Eindellungen. Das hat mega Grip, also richtig griffiges Gummi. Das ist einfach nur griffiges Gummi. Dann haben wir hier den Schriftzug OLED Seeker 2 Pro. Haben hier einmal unseren Multifunktionsschalter. Auch nett hier mit so einer blauen Umrandung. Auch der, ja, der ist gummiert, der Schalter, dass man den hier gut drücken kann. Und der Multifunktionsschalter, der hat noch eine neue Funktion bekommen. Ich schalte mal ein, dann könnt ihr das sehen. Wir haben hier kleine LED-Anzeigen und zwar hier rechts bekommen wir den Batteriestatus angezeigt. Die ist jetzt noch aktuell halb aufgeladen, mein Akku. Da haben wir vier LEDs, die das anzeigen. Und dann haben wir auf der linken Seite nochmal eine Helligkeitsanzeige. Denn wenn man hier durch die verschiedenen Helligkeitsstufen durchschaltet, sieht man hier auch direkt, bei welcher man sich befindet. Also das finde ich mal richtig gut. Also OLED, sehr gut Leute, euch fällt immer mal wieder was Neues ein. Gefällt mir. Dann haben wir einmal hier vorne auch diese blaue Umrandung, sieht designmäßig echt schick aus. Dann wie gesagt hier unsere drei LEDs, die dann maximal die 3200 Lumen raushauen können. Und dann hier nochmal so ein bisschen ja, Hitzeriffelchen, denn das Ganze wird ja auch warm. Und auf der Rückseite seht ihr hier nochmal diesen magnetischen Ladeanschluss, wenn ich da das Käbelchen hole. Und dann klickt das direkt hier drauf. Und das finde ich immer klasse. Da muss man nicht rumfummeln, da muss man nichts reinstecken, sondern man will aufladen. Klack, fertig und lädt. Und dann das Gleiche wohl auch. Ja, hier, meine Güte, das ist ein starker Magnet. Schaut mal, wie der hier direkt angezogen wird. Ja, und dann kann man das hier eben auch, wenn es irgendwo dann montiert ist, einfach so in die Ladestation reinstellen. Das finde ich richtig gut. Allerdings, ja, wie bekommt die Ladestation ihren Strom? Wenn ich da mal unten drunter schaue, sieht das aus, als würde das einfach nur übergeleitet werden. Und dann, ja, müssen wir das Ladekabel da noch draufpacken und dann wird der Strom einfach hier durchgeleitet. Und somit wissen wir auch, was das hier sein soll. Das hier sind Kabel-Organizer, damit ihr dann hier das Kabel auch irgendwie nett anbringen könnt, damit das nicht, wenn es fest installiert ist, blöd irgendwo rumbaumelt. So. Rätsel gelöst, ganz ohne Anleitung. Fantastisch, ich bin begeistert. Also, das haben wir auch gelöst, wie das hier mit der Ladestation geht. Jetzt schrauben wir das, ach hier hinten, schaut mal her, da kann man noch eine Handgelenksschlaufe anbringen. Auch das eine nette Möglichkeit, dass man es noch extra sichern kann. Wir haben hier schon Plus- und Minuspole angezeichnet. Und ich schraube mal hier hinten auf, denn dort wird sich unser Akku verstecken. Und wir schauen mal, wie groß der wiederaufladbare Akku hier ist. Wie immer hier mit einer Schutzabdeckung, damit er sich nicht schon beim Transport entlädt. Und da haben wir unseren dicken Kollegen schon drin. Und wenn der draußen ist, dann ist die doch wesentlich leichter schon, die Lampe. Das ist der, unser dicker OLED-Akku. Und der hat 5000 mAh Leistung bei 3,6 Volt. Ist wiederaufladbar, ein Lithium-Ionen-Akku. Ja, also der ist mal ja, ein richtig fetter Kollege mal wieder. Und eben, damit man ihn richtig rum auch wieder einlegt, haben wir hier Plus und Minus schon stehen. Idiotensicher sozusagen. Also rein damit. Und ich schraube nochmal die Kappe auf. Und dann schauen wir uns mal ganz kurz an, ja, wie hier die Leuchtmodi aussehen.
sollte ja jetzt schon geladen sein und ich schalte mal ein. Jawohl, da geht es direkt an und ihr seht schon, das sieht hier schon im Hellen sehr hell aus. Und wenn ich jetzt hier gedrückt halte, denke ich mal, genau dann switcht er hier durch die verschiedenen Modi durch. Und ich sag's euch, ich gucke besser nicht ins direkte Licht, denn das Ding macht richtig, richtig hell. Aber wie hell jetzt genau, das schauen wir uns jetzt im Außentest an. Ja, und als erstes in meiner kleinen Nachtexpedition ist mir hier so ein Flusskreuzfahrtschiff vor die Linse gekommen. Vorne gut beleuchtet, hinten aber noch etwas dunkel, aber kein Problem. Da kann ich ja durchaus abhelfen, also Licht an und ihr seht, das Schiff wird hier mächtig angestrahlt. Das hier ist die maximale Helligkeit, also die 3200 Lumen im Turbo-Modus. Ja, also ich wollte vorne die Leute da echt nicht blenden, aber es bringt was. Und dann, goodbye Schiff, wir ziehen weiter und als nächstes habe ich hier einen kleinen Zwischenstopp gemacht an einem kleinen See und ja, da kann man schon ein bisschen rumleuchten und besonders gut sieht man es hier auf dem Weg, wenn ich den ausleuchte, ja fast so, als hätte ich hier irgendwie einen kleinen Scheinwerfer richtig an von einem Auto. Ihr seht, Fahrrad mit Licht, ohne Licht und Fahrrad mit Licht, ja, das ist schon ein dramatisch heller oder dunkler Unterschied, ob ich jetzt hier alles ausleuchte oder nicht. Also das klappt echt gut. Hier bin ich an einer Staustufe gelandet und schalte mal durch die verschiedenen Lichthelligkeitsstufen durch. Mondlicht, dann hier die niedrige Lichtstufe, die mittlere und die hohe, die bringt schon einiges, aber dann können wir natürlich noch eine Nummer höher schalten und das ist dann der Turbo-Modus und in dem, ja, kann ich hier richtig gut alles ausleuchten. Also der macht mega hell. Also der Turbo-Modus, der hat mich hier echt überzeugt, muss ich sagen. Damit bekommt man hier eine super Sicht im Dunkeln und das, wie gesagt, auf 250 Metern. Und natürlich gibt es auch noch den Stroboskop-Modus, wenn man mal, ja, auf sich aufmerksam machen muss, möchte, in der Notsituation zum Beispiel. Funktioniert also auch. Und wenn die Lampe ausgeschaltet ist, kann man einfach nur den Knopf gedrückt halten und geht automatisch hier in den Mondlichtmodus über. Auch eine praktische Sache, dass das dann so funktioniert. So, hier noch ein schöner Test, Freunde. Ich schalte die verschiedenen Modi durch. Das hier ist der Mondlichtmodus. Ich halte die Lampe nach vorne und ihr seht, ja, nichts. Gehen wir eine Stufe höher in den niedrigen Modus mit 50 Lumen und ihr seht immer noch nichts. Wir gehen in den mittleren Modus, 300 Lumen. Ja, da könnt ihr jetzt schon hier etwas erahnen, was hier vor mir liegt. Der hohe Modus 1200 Lumen und man sieht, ja, ich stehe hier vor einem Tunnel und er wird auch schon ganz gut ausgeleuchtet. Aber da geht natürlich noch mehr, 3200 Lumen und ja, der Tunnel verbirgt hier kein Detail mehr vor uns. Das sieht aus, als wird hier ein Auto reinleuchten mit seinen Scheinwerfern. Echt beeindruckend. Und natürlich hier nochmal gleich zur Verdeutlichung der Stroboskop-Modus, nachdem ich hier mal rumgeleuchtet habe. Den kann man hier nämlich echt auch wunderbar erkennen. Also wenn ihr da irgendwo mal eine Notsituation habt und macht damit auf euch aufmerksam, das wird gesehen, Freunde. Also ihr seht schon, das klappt hier ausgezeichnet und die Taschenlampe macht richtig, richtig hell. Ich habe es schon oft genug gesagt. Von daher ist das eine echt gute Sache, Leute. Und hier sieht man nochmal die Anzeigen im Dunkeln, dass man dort auch sieht, wie der Akkustand und die Helligkeitsstufe ist. Also kommen wir schon zum kurzen Fazit. Ich finde die Seeker 2 Pro hier echt gelungen. Sie liegt gut in der Hand, sie wird richtig hell, 250 Meter Reichweite und sie hat sogar noch den kleinen Zusatz, dass man dort eine Timer-Funktion einschalten kann, dass die sich nach 9 Minuten oder nach 3 Minuten automatisch ausschaltet. Alles wird gesteuert über den einen Knopf und man kann sie sogar sperren und auch wieder entsperren, damit die gar nicht eingeschaltet werden kann, so einfach. Also ihr seht, die bietet eine ganze Menge und wenn ihr sowas brauchen könnt, so eine extrem starke Taschenlampe mit ja, toller Verarbeitung, langer Akkulaufzeit und mega-mäßig viel Licht im Dunkeln, dann klickt einfach mal auf den Link hier unten in meiner Videobeschreibung und schaut euch die Seeker 2 Pro einfach mal selbst an. Von mir kriegt sie 2 Daumen hoch, ein gutes Teil natürlich zu einem guten Preis, aber ja, wer es brauchen kann, der findet hier auf jeden Fall eine mega gute Taschenlampe, wie eigentlich fast immer mit den OLED-Lampen. Das soll es gewesen sein, Freunde. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Mi Applecat. Macht's gut!